Erster Rennsonntag bei den internationalen Galopprennen in Iffezheim. Bei strahlendem Sonnenschein und vor 15.000 Besuchern wollte sich der Landeschef persönlich ein Bild der Lage des durch Insolvenz angeschlagenen Pferderennvereins machen. Unser Ziel muss sein, dass die Champions League, das heißt der beste Galoppsport, den Deutschland zu bieten hat, in Iffezheim erhalten bleibt. Oettinger kommt seit über 20 Jahren nach Iffezheim. Näher an den Pferdesport dürfte ihn aber seine neue Lebensgefährtin Friederike Bayer gebracht haben. Ich bin zwar selbst nicht Reiter, aber meine Lebensgefährtin ist Dressurreiterin. Das heißt, ich bin mit Pferden jetzt mehr zusammen als jemals zuvor. Mit ihrem Hut hätte die First Lady im Ländle gute Chancen gehabt, im Wettbewerb um die schönste Hutkreation auf die vorderen Plätze zu kommen. Festzustellen war, dass wieder mehr Besucherinnen auf ausgefallene Kopfbedeckungen achten. Seitdem wir das auch kultivieren und auch hier auf der Bahn präsent sind, bekommen die Damen Spaß, und wenn sie andere Damen sehen, das ist ja im Grunde dann eine Multiplikation. Ich habe den Hut gekauft, weil er mir gefällt. Habe gedacht, zu dem Rahmen hier ist es das passende Outfit und bin ganz überrascht, das war echt das Anfängerglück, jetzt hier gewonnen zu haben. Und was Schönes ist, wenn man sich was aussucht und der Geschmack wird so bestätigt. Das ist ganz toll. Ist ja schön, es passt doch in den ganzen Rahmen rein und es muss ja auch im Level, in allem, die Garderobe wieder etwas nach oben. Insgesamt also ist der Trend zurück zum alten Flair der Galopprennen spürbar, und auch die hohen Besucherzahlen am Wochenende stehen für Iffezheim als großes Volksfest für Jung und Alt. Dass der Club, die Gemeinde und alle Beteiligten hier auch in Zukunft mit schwarzer Null besten Galoppsport abwickeln können, durchführen können. Das Land Baden-Württemberg steht auch in der jetzigen Phase nicht abseits, sondern hilft mit. Die nächsten 8 Wochen soll ein mögliches weitergehendes Engagement des Landes beim Rennclub ausgelotet werden. Genaue Zahlen oder gar Bürgschaftszusagen ließ sich der Landesvater aber nicht entlocken. Das werden wir sehen, aber allein gute Worte helfen nicht.